Ja, schon gut, Silvia. Es wird spät, wir müssen hier raus. Schon? Ich nehme noch ein Wodka. Ich bitte dich, Silvia, es ist schon 8:45. Oh, erst kann es dir nicht schnell genug gehen, mich in diese Absteige zu kriegen und jetzt plötzlich hopp hopp. Da fühle ich mich irgendwie billig. Silvia, Mausi, so meine ich doch das nicht. Aber ich habe dem Typen versprochen, bis spätestens um 8 hier draußen zu sein. Welchen Typen? Ach, so einem Angestellten aus der Firma. Silvia, bitte mach ein bisschen. Nicht schlecht. Ein Liebesnest in einer Spießerwohnung. Du hast deine Weste falsch geknöpft. Auf solche Dinge musst du achten. Ehefrauen sind ganz schön clever heutzutage. Kommt doch nur nicht der Brandner aus der Schadensabteilung nach Hause mit Lippenstift am Kragen und erklärt seiner Frau, er hat einen Krabbencocktail mit roter Soße zu Mittag gehabt. Deshalb der Fleck. Seine Frau bringt das Hemd ins Laboratorium, lässt den Fleck untersuchen. Und jetzt besitzt sie das Haus am Tiergarten, hat die Kinder und einen neuen Jaguar. Musst du ununterbrochen quatschen? Übrigens, wo wohnst du? Bei meiner Mutter. Und wo wohnt deine Mutter? Draußen in der Nordstadt. Gut, dann bringe ich dich zur S-Bahn. Ein Teufel tust du! Du bezahlst mir ein Taxi. Warum müssen denn alle Mädchen in der Nordstadt wohnen? Heißt das, du bringst noch andere Mädchen hierher? Bestimmt nicht. Ich bin ein glücklich verheirateter Mann.